Du Mario, weißt du, wie der Pöni bleibt heute? Keine Ahnung, ruf ihn noch mal an. Ja, warte, ich ruf ihn mal an. Klingelt. Hallo Carrie, was ist denn los? Ja, hallo Pöni, Mensch, wo steckst du denn? Wir warten hier auf dich. Sag mal, liebe Leute, ihr wisst ja, ich bin in Urlaub, ich bin weit weg, ich bin auf Hawaii, Südsee, Hula Hula und so. Wie jetzt, du bist im Urlaub? Ja, was machen wir jetzt? Ich bin in Urlaub, na ihr, du musst jetzt mal machen, du musst doch mal zeigen, was da los ist. Ich hab jetzt abgeschaltet, bei mir gibt's gar nichts. Echt jetzt? Pöni TV. Hallo, hier ist Carrie mit einer neuen Folge von Pöni TV. Pöni ist im Urlaub auf Usedom und unser Film in dieser Woche ist natürlich Avengers Infinity War. Es gab diese Idee. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können, die zu groß für sie sind. Der dritte Teil der Avengers-Reihe ist aktuell einer der meist herbeigesehnten Kinostarts diesen Jahres. Dementsprechend groß sind natürlich auch die Erwartungen, denn es gilt nicht nur jeder der über 20 auftretenden Hauptfiguren aus dem Marvel-Universum filmisch gerecht zu werden. Nein, man will darüber hinaus versuchen, 18 bereits vorangegangene und ineinandergreifende Filme irgendwie miteinander zu vereinen, wenn nicht gar abzuschließen. Keine leichte Aufgabe, die sich die zwei Brüder Russo damit gestellt haben. Dementsprechend wirkt es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Erzählung etwas einfach gestrickt ist, um nicht völlig den Überblick zu verlieren. Nun ja, Zuschauervorkenntnisse definitiv vorausgesetzt. Solange ich ihn kenne, hatte er immer nur ein Ziel. Das halbe Universum auszulöschen. Wenn er alle Infinity-Steine hat, braucht er dafür nur noch mit den Fingern zu schnippen. Einfach so. Wie heißt der nochmal? Thanos. Die Geschehnisse schließen ziemlich nahtlos an die Ereignisse von Thor Ragnarök und auch The First Avenger Civil War an. Dort hatten sich unsere Superhelden jüngst zerstritten und demnach in zwei Parteien aufgeteilt. Die eine angeführt von Iron Man, die andere von Captain America. Will man nun allerdings den neuen gemeinsamen und übermächtigen Feind, den Titanen Thanos, besiegen, muss man sich wohl oder übel irgendwie wieder miteinander vereinen. Denn dieser ist im Begriff, nach einer unbesiegbaren Macht zu greifen, um das Universum zu zerstören, mit Hilfe seines goldenen Handschuhs. Diesen muss er aber zunächst mit den 6 mächtigen Infinity-Steinen besetzen. Und die hat er zum Glück noch nicht alle beisammen. Ebenso wenig wie die Avengers all ihre Verbündeten. Es fühlt sich an, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber zusammen können wir Thanos zur Strecke bringen. Da machen wir nicht mit. Nur ein Scherz. Wir sind dabei! Das universelle Schicksal will es also, dass am Ende auch noch die groovigen Guardians of the Galaxy im altbewährten Kampf gut gegen böse mitmischen. Für die Storyline bedeutet dies allerdings noch mehr Erzählstränge und noch mehr prominente Gesichter auf der Jagd nach Juwelen. Im doppelten Sinne. Denn die Namensliste der populären Superhelden, gespielt von, sagen wir, gut bezahlten Schauspielern, scheint schier endlos. Als da wären Benedict Cumberbatch als Dr. Strange, Robert Downey Jr. als Iron Man, Scarlett Johansson als Black Widow, Zoe Saldana als Gamora, Chris Pratt als Star-Lord und so weiter und so fort. Eine kommerzielle Übersättigung an Hollywood-Größen im Ungleichgewicht mit dem Inhalt oder doch ein ganz großer Spaß? Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Das Lächeln ist breit, aber bittersüß, denn es wird heftig. Also haltet euch bitte von jeglicher Art von Spoilern fern, um euch selber nicht den Spaß zu nehmen. Darum hier auch nur das Wichtigste. Es wird episch auf jegliche Art und Weise. Audiovisuell, wie erzählerisch, wie emotional. Zudem kommt der Film recht düster daher, was aber dem traditionellen Marvel-Humor ganz gut tut, damit dieser nicht die ganze Zeit Überhand gewinnt. Dann das Ensemble, hervorragend. Es zeugt schon von enorm guter schauspielerischer Qualität, wenn die Figuren in dieser Masse sowohl einzeln als auch im Gesamten gut funktionieren. Bei den Namen wohl zu erwarten, aber nicht selbstverständlich. Die Special Effects, nicht so, wie sagt man, überwältigend wie erwartet und auch nicht so dominant. Ich möchte fast sagen, gut dosiert, aber an manchen Stellen doch optisch
verbesserungswürdig. Das Beste ist allerdings, dass Marvel endlich sein Bösewicht-Problem gelöst hat. Thanos ist kein stupider Hau-drauf-Typ, sondern ein Antagonist mit Tiefe. Und das braucht es auch als Gegengewicht zu den ganzen anderen Helden. Tut der Film also am Ende das, was er soll? Es ist schon eine spannende Achterbahnfahrt durch das Marvel-Universum, die einen immer wieder überraschenderweise von links nach rechts zieht. Aber nicht ohne das ein oder andere Trauma dabei zu hinterlassen. Denn letztlich ist der erste Teil des Infinity Wars an manchen Stellen leider doch etwas zu konstruiert und funktioniert eher als eine gute Eröffnung als eigenständiger Film, möchte man sagen. Muss er das überhaupt? Das ist eine Frage, die uns leider erst die Fortsetzung beantworten kann. Nun ja, es ist vielleicht nicht ganz der perfekte Superheldenfilm, den sich einige von euch erhoffen, aber er macht schon vieles großartig und wunderbar richtig. 4 Pönis für Avengers Infinity War. Und nicht vergessen, bis zum Ende sitzen bleiben. Wir sind jetzt schon sehr gespannt auf eure Meinung und wie euch der Film gefallen hat und ob Infinity War am Ende die Marvel-Fans vereinen oder gar spalten wird. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit 2 sehr couragierten Damen im Kampf gegen die übermächtige Pharmaindustrie, Eleanor und Colette. So, Mario, jetzt habe ich echt Hunger. Du auch? Ja, ich habe auch Hunger. In dem Sinne, Shawarma!